Wechselgerste Leandra, Bestandesführung nach dem doch etwas strengeren Winter 2023. Wechselweizen und wechseldritte Kahle schon seit längeren Jahren ein Thema, aber in Österreich hat eigentlich in den letzten Jahren die Anbaubedeutung der Sommerbraugerste im Winter oder Wechselgerste stark an Bedeutung gewonnen. Die Sorte Leandra ist in den deutschen Versuchen einen der winterhärtesten Sommerbraugersten und natürlich kombiniert mit der Qualität der Sommergerste. Wir befinden uns im Herzen des Weinviertels im Bezirk Mistelbach, am Standort in Bullendorf von der Familie Geier. Vorfrucht wurde im Herbst Sonnenblume, danach wurde nach einer Bearbeitung mit der Messerwalze wurde unser Winterbraugersten- und Sommerbraugerstenversuch Herbstanbau am 3. Oktober angelegt mit einer Aussatzstärke von 350 Korn pro Quadratmeter. Herbstspritzung wurde hier herbizidmäßig keine durchgeführt, die wird jetzt im Frühjahr folgen. Wir haben da auf dieser Fläche bei der Familie Geier eben drei Sorten stehen. Links von mir die Sorte Sonja und Monroe, die Winterbraugersten, und hinter uns eben die Sorte Leandra. Man sieht da auch schön die Unterschiede, wie sie die Sorten jetzt im Frühjahr präsentieren. Du hast aber vorher noch was gesagt zu Saatstärke und Siebung, deine Erfahrungen für die letzten Jahre. Das, was ich in den letzten zwei Jahren bei den Versuchen mit Sommerbraugerste Herbstanbau gezeigt hat, ist, dass das in einem gewissen Verhältnis steht, die Aussaat, Stärke zu Ertrag und Siebung. Das, was wir da festgestellt haben, ist, zum einen, desto höher die Aussaatstärke, desto höher auch der Ertrag, aber dabei leidet etwas die Siebung darunter. Und zum anderen kann man sagen, gerade auf leichten Standorten ist von Vorteil, wenn man mit der Aussaatstärke etwas nach unten geht, 280 Korn zum Beispiel pro Quadratmeter, dann ist die Siebung deutlich besser bei der Ernte. Was sich auch gezeigt hat, ist, desto früher die Aussaat im Herbst erfolgt, vor allem ab Mitte Oktober dann, desto höher ist auch die Winterhärte und desto besser ist dann auch der Ertrag. Ja. Die milden Winter der letzten Jahre waren eigentlich kein Problem für die Winterhärte der Sommerbraugerste. Hier auf der Fläche haben wir laut Portal der Hagelversicherung am 4. Dezember auf 5. Dezember minus 15 Grad gehabt. Das hat eigentlich die größere Schädigung der Blattfläche hervorgerufen und im Jänner haben wir dann am 10. und am 21. Jänner minus 10 Grad gehabt. Wenn man den Bestand jetzt ausschaut, es sind zwar ältere Blätter etwas zurückgefroren, aber Vegetationskegel, soweit okay. Wo liegen jetzt die Vorteile von der Sommerbraugerste Leandra im Herbstanbau, wie weiter in der Bestandesführung? Ich meine, die Vorteile sind natürlich klar, die deutlich bessere Ausnutzung der Winterniederschläge, sie ist in der Vegetation immer weiter vorne, ist durch Sommertrockenheit nicht so viel gefährdet, sicherer und niedrigere Eiweißgehalte, weil die Erträge meistens doch deutlich höher liegen. Ich weiß nicht, wie das bei dir im Betrieb in etwa ausschaut und wie viel mehr der Herbstanbau bringt im Vergleich zum Frühjahrsanbau. Oder ist gar kein Vergleich mehr möglich, weil es nichts mehr im Frühjahr abbaust? Der Herbstanbau bei der Sommerbraugerste ist auf jeden Fall ertraglich ein gewaltiger Vorteil. Und in einigen Fällen ist es auch dann so, wenn man bei Aussaatstärken, wenn man da auf den Standort ist, haben wir 350 Korn bei einer sehr frühen Aussaat, ist dann der Ertrag der Sommerbraugerste oft auch über den der Winterbraugerste. Ja, weitere Vorteile sind natürlich eben die erwähnten höheren und sicheren Erträge beim Frühjahrsanbau mit, wenn die Bestandesdichten passt, besseren Vollgerstenanteilen, die etwas höheren Preise gegenüber der Winterbraugerste. Und zum Beachten ist unbedingt, dass wir Sorten mit entsprechender Winterhärte verwenden, wie die Sorte Leandra. Es gibt vom Mitbewerb auch Vergleichssorten, die diesen Winter vielleicht nicht ganz so gut überlebt haben wie die Leandra. Zur Bestandesführung, Anbauzeitpunkt, Saatstärke ist schon erwähnt, zwischen 270 bis 350 Körner am Quadratmeter, eben mit der Korrelation zur Siebung. Wollen Sie jetzt die Überwinterung Ihrer Sorten prüfen, weil es vielleicht noch etwas schwächer ausschaut wie da im Bestand? Bitte einfach ausstechen, reinschauen, Vegetationskegel innen drinnen, hellgrün und nicht matschig verbräunt, überhaupt kein Problem. Sollte es wirklich kritisch sein und Sie sich nicht ganz sicher sein, einfach einen Erdziegel ausstechen, der Chefin daheim in die Küche stellen, der hat eine entsprechende Freude, dann sehen Sie noch ein paar Tage früher, bevor die Vegetation losgeht, wie es am Bestand ausschaut. Ja, das Düngungsniveau jetzt und dann ein bisschen zum Pflanzenschutz, immer bei der Düngung generell,
bei vergleichbaren Erträgen zur Winterbraugersten alles auf eine Gabe auf sehr, sehr gut versorgten Standorten vielleicht nur 50 bis 60 Kilogramm rein Stickstoff, auf schwächeren Böden bis 80, 90 Kilogramm auf in einer Gabe, keine zweite Gabe. Ist immer ein schmaler Grad zwischen Ertragserwartung und dass die Eiweißgehalte nicht zu hoch wären. Betreffend natürlich Richtlinien, erlaubte Mengen, immer die sachgerechte Düngung und Nitrataktionsprogramm beachten. Empfehlenswert, die Böden sind da jetzt nicht unbedingt befahrbar, bis 15. Februar vielleicht eventuell wieder trockenen Frost, dass wir das für die erste Gabe nutzen. Damit ein paar Worte zum Pflanzenschutz. Die Gesundheit von der Leandra ist im Bereich Baumehldau relativ gut. Damit liegt das Hauptaugenmerk in der Bestandesführung dann auf Ramularia, Rhynchosporium und Netzflecken. Der Krankheitsdruck generell beim Herbstanbau ist etwas höher wie beim Frühjahrsanbau und darum sollte man schon in der Schossphase schauen, natürlich die Bestände gesund zu halten. Schwerpunkt bitte je nach Region, je nach Niederschlagssituation auf die Ramularia. Foltbett nicht vergessen, einfach als Kontaktmittel, damit man die Ramularia im Griff haben, weil wenn wir die Symptome sehen, dann ist für die Anwendung schon spät. Die Standfestigkeit, was Wachstumsregler betrifft, ist bei der Leandra für Sommergersten im guten bis mittleren Bereich. Bei der Anbau als Wechselgerste ist natürlich auf guten Standorten eventuell ein Wachstumsregler zu einplanen, damit die Standfestigkeit ausreicht, weil sie sich doch üppiger entwickelt wie im Frühjahrsanbau. Solltet ihr Fragen zum Thema Wechselgerste haben, gerne an unser Team im Außendienst hier in der Region, der Andreas Wind eben, ansonsten auch an unsere Sortenberater oder auch an meine Person. In dem Sinn, viel Erfolg bei der Sommerbraugersten Bestandesführung im Herbstanbau.